Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Marketplace-Karte, die wir uns heute mal anschauen werden. Und zwar zu Roleplay Mansion. Jetzt hat die sich da mal vor mich gestellt. Hallo, ich will das jetzt zeigen. Das ist eine ganz neue Marketplace-Karte und ich werde euch heute einfach mal in einem kleinen Rundgang zeigen, was hier so abgeht. Falls ihr euch nochmal den genauen Überblick verschaffen wollt, werde ich auch nochmal den Trailer dazu verlinken. Könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne anschauen. Auf dieser Karte haben wir verschiedene Villen mit verschiedenen Möglichkeiten. Wir können die wieder mal einrichten. Es gibt Haustiere, Fahrzeuge, Helikopter und so weiter und so fort. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist ein bisschen gruselig, wie die mich anstarren. Wir fangen einfach mit der Noob-Menschen an. Da kommt auch schon direkt der erste rein, der Beninja. Okay, jetzt kann ich seinen Namen auch nicht mehr lesen. Jetzt stecken die ineinander. Wir gehen aber zu dem. Hallo? Hello, are you interested in exploring the Noob Mansion? Komm, bring mich mal zu deiner Mansion, zu deiner Villa. So, da sind wir in der Noob Mansion. Genau, da sind wir auch schon auf der Karte. Ihr seht das. Wir haben ganz viele verschiedene Mansions. Ich habe mir hier auch noch nichts gespoilert. Also ich bin gerade das erste Mal frisch auf dieser Karte drauf. Und das sieht schon cool aus, ne? Das feiere ich immer in den Marketplace-Karten, dass man da halt, ja, verschiedene Modelle hat. Wir können einfach Fahrrad fahren. In Minecraft. LOL. Wie geil ist das denn? Leute, schaut, zieht euch das mal rein. Ey, was ist denn das für ein Detail? So, okay. Und hier haben wir schon die erste, das ist die Designerin jetzt. Also das ist ja die, die wir eben angesprochen haben. So, ihr seht schon, das ist jetzt, glaube ich, so ein Schlafzimmer. Wir können mal gucken, wenn wir jetzt hier auf was anderes klicken. Machen wir mal Kitchen, also Küche. Ach, Alter. Ja, und dann baut sich hier einfach mal eine Küche automatisch auf. Ey, wenn das in Vanilla Minecraft doch auch so leicht wäre, oder? Ich bin nämlich auch nicht so der Typ, der wirklich gut einrichten kann. Geiles Feature. Also ich finde das echt cool gemacht. Hier ist einfach ein Essensautomat. Nee. Nee. Kommt das zufällig daraus? Ja, aber wir haben als allererstes bekommen eine Karotte, Leute. Ist das ein Zufall? Man weiß es nicht. So, können wir das eigentlich LOL, ey, wie cool ist das denn? Schau, wir können einfach den Automaten klauen. Let's go. Komm, raus damit. Ist jetzt meiner. Das sind alles meine Karotten, verdammt. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Nee, remove nicht. Komm, wir holen uns noch einmal was raus. Oh, okay, noch ein Weizen. Boah, das ist so cool gemacht, ey. Ich feier's einfach. Mega, mega geil. So, es gibt hier auch auf dieser Karte, wie ihr sehen könnt, richtige Haustiere. Vielleicht ist ja der eine oder andere von euch ein Hundebesitzer. Da könnte das natürlich interessant sein. So, können wir den auch zähmen? Sieht schon mal sehr gut aus. Ah, Spawn Golden Retriever. Ja, wie geil ist das denn? Ey, sowas könnte man auch theoretisch sich in Vanilla Minecraft vorstellen, oder? Ich meine, klar, wir haben die Möglichkeit, Hunde zu haben. Aber das sieht halt viel cooler aus, ne? Ey, das ist ja mal mega, Leute. Also, das habe ich bisher noch auf keiner Marketplace-Karte gehabt. So detailliert. Es gibt auch einfach Duschen. Ey, was haben die hier reingepackt? Guck mal, die Leute machen hier übelstes Chaos. Hier, Dusche. Ey, lass mich in der Dusche sitzen. Der klaut mich einfach mit der Dusche. Hallo? Jetzt sitze ich zusammen mit einem in der Wanne. Okay, okay. Ganz schnell mal wieder da raus, ne? Würde ich sagen. Ey, wir gehen einfach mal in die fetteste Mansion hier direkt. Hallo? Oh mein Gott. Oh, okay, ich glaube, da kann man aber nur alleine rein, oder? Nein, oh mein Gott. Ich bin einfach ausgestiegen aus Versehen. Guten Morgen, James. Ich bin auf der Suche nach meinem Privatjet. Ich gehe da mal, ne? Schnell bevor... Oh oh. Schnell bevor er merkt, dass das gar nicht mein Haus ist. Raus hier. Raus hier. Achtung, Achtung. Gott. Oh nein. Oh, aus dem Wasser raus. Achtung, Achtung, wir landen auf der Rennstrecke oder auf dem Parkplatz oder irgendwie so. So, let's go, let's go, let's go, das Rennen geht los. Oh, da kommen sie, da kommen sie. So, wer macht das Ding, wer macht das Ding? Das werden wir sehen, ich bin auf meinem Motorrad, ich habe hier übelst den Vorteil. Also der hat gerade geschummelt, der hat doch gerade geschummelt. Oh mein Gott, er macht das Rennen. Da ist sogar noch ein Buggy. Oh Gott. Was haben die gemacht hier? Guck mal, da kommen sie alle ins Ziel. Und da machen sie es. Und komm schon, der da hinten. Ah, der wäre fast von der Strecke abkommen. Ey, warte mal.
Wir können auch einfach zu zweit fahren. Let's go, komm. Hau raus, noch eine Runde. So, dann würde ich sagen, perfekt, dass wir gerade an der Horror Mansion sind. Oh, der hat uns verfolgt. So, wir haben ja Lucky Blocks. Ich bin mal gespannt. Ey, die Musik einfach. Also der Soundeffekt. Oh, Speed Boost. Come on. Ich glaube jetzt, ich spüre es, wir haben eine Glückssträhne oder auch nicht. Das war eine Niete. Und wieder eine Niete. Ach man, ey. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, beende ich die Folge auch an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat diese Karte gefallen. Falls ja, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Vergesst wie immer nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Wie gesagt, den Trailer, also den Link zum Trailer, findet ihr auch noch in meiner Videobeschreibung. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ja, ich hoffe auch, euch hat die Privatführung durch meine ganzen Anwesen hier gefallen. Das ist ja alles mir, das gehört alles mir, ist ja logisch. Und das hier alles sind einfach nur irgendwelche Fans, die mich immer verfolgen. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.